Ja, ein freundliches Hallo, diesmal wieder aus dem Garten. Ein etwas anderes Video. Ich habe vom Karl Heger mal ein Video gesehen. Da hatte der so ein tolles Tischchen, was er sich dann an das Fotostativ dran gemacht hat und super Ablage und hat dann da seinen Kaffee drauf gekocht und ganz toll. Also Karl, dein Tischchen, das hat mich also nicht mehr in Ruhe gelassen. Und da ich also nicht mit einem Fotostativ losziehe, habe ich mir halt überlegt, wie kannst du jetzt dir so ein Tischchen zaubern? Und da ist mir also Folgendes gekommen, habt ihr ja gesehen. Ich baue einfach meine Trekkingstöcke um und kann dann so eine kleine Tischplatte da drauf machen. Habt ihr ja gesehen, das funktioniert also ganz gut. Und wen es interessiert, wie ich das gemacht habe, der bleibt dran. Ja, und die anderen, die können jetzt ausschalten. Wir sehen uns gleich drin, da ist es nämlich wärmer. Bis gleich. Schön, dass ihr weiter dabei geblieben seid. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Prost. Ja, ich liebe die Kuxa. So, also. Ich habe die Trekkingstöcke umgebaut. Das sind ganz einfache, preiswerte Trekkingstöcke. Da habe ich dafür bezahlt, glaube 15 oder 20 Euro. So. Und da habe ich hier oben einfach zwei M5er Muttern eingeklebt mit einem Zwei-Komponenten-Kleber. Und in den Plastikstopfen, der hier oben drin ist, da habe ich dann in der Mitte noch ein Loch reingebohrt, auch ein M5er Gewinde reingeschnitten, damit ich dann eine längere Schraube reinmachen kann, weil ursprünglich hatte ich vorgehabt, kein Sperrholzbrettchen zu nehmen. Das ist mir per Zufall im Baumarkt über den Weg gelaufen. Das war so eine Fünferpackung für 3 Euro irgendwas. Und tut es ja. Dann brauche ich noch zwei Schlossschrauben, M5. Und da habe ich dann einfach die Muttern drauf gedreht. Kleiner Tipp von mir, das Gewinde von der Schraube, wenn er das die Muttern einklebt, macht da Vaseline oder sowas drauf. Oder jedenfalls Fett. Weil bei dem ersten Teil habe ich es nicht gemacht und da ist man dann so ein bisschen von dem Zwei-Komponenten-Kleber mit auf das Gewinde gelaufen. Da hatte ich also derbe Probleme, die Schraube von den Muttern wieder loszukriegen. Also fettet das Gewinde ein und dann klebt da die Sachen ein. Also wie gesagt, ganz einfach, die Muttern hier drauf drehen. In dem Plastikteil ist ja unten noch, habe ich ja unten das Gewinde reingeschnitten. Da wird die Schraube mit den Muttern drauf gedreht. Und dann ganz einfach hier in den Seiten den Zwei-Komponenten-Kleber reingeschmiert. Und das Ganze dann hier noch ein Klebeband drum, dass das nicht raussippt. Über Nacht stehen lassen, dann ist es fest. Dann hat man hier wie eine Gewindebuchse drin. Und kommt bitte nicht auf den Gedanken und schneidet hier diese kleinen Nasen ab. Die sind nämlich dafür da, wenn man den Trekkingstock zusammenschiebt, dass das, wenn das nicht eingerastet ist, nicht auseinander gleitet oder dass das jedenfalls auf kurz dann zusammenhält. Gut, das ist eigentlich im Grunde genommen schon alles. Also Karl, dein Tischchen, das wie gesagt, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich musste auch so ein praktisches Tischchen haben, weil draußen, wenn ich mir dann was gebrutzelt habe, war ich also des Öfteren verlegen um eine vernünftige Ablagefläche. Und man hat ja auch nicht immer so viel Döschen und ihr Döne mit. Und die Tischchen fand ich einfach nur praktisch. Gut, das kann man also dann nachher, die Schraube bleibt dann hier drin.
Tischbrettchen kommt dann einfach in den Rucksack mit rein. Das wiegt nicht viel, das nimmt nicht viel Platz weg. So, guck, die Schlossschraube kann man also ganz weit reinschrauben, dann verliert man den ganzen Kram nicht. So, und dann schiebt man das. Ja, nochmal gucken. So. Also, die Schraube ist drin. Dann schiebt man den Stock einfach wieder zusammen. Und hat einen Trekkingstock, den man zu einem Tisch umbauen kann. Es ist eine einfache Sache, geht schnell zu machen. Und wer so ein Tischchen braucht, der baut's nach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Tschüss!